Norwegen erinnert feierlich an die 77 Todesopfer der Terroranschläge von Oslo und Utøya. Am 10. Jahrestag der Attacken des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik finden mehrere Gedenkveranstaltungen und Schweigeminuten statt. Bei einer Zeremonie in Oslo sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg, der Terror des 22. Juli sei ein Angriff auf die Demokratie gewesen. Wir dürfen den Hass nicht unwidersprochen stehen lassen. Der Terror hat uns gezeigt, dass es notwendig war, die Vorkehrungen in Norwegen zu stärken. Daran haben wir systematisch gearbeitet. In den 10 Jahren, die vergangen sind, haben wir alle Empfehlungen der Kommission vom 22. Juli erfüllt. Norwegens Fähigkeit, mit Terrorismus und schwerer Kriminalität umzugehen, ist stärker als je zuvor. Auch auf der Insel Utøya wird eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Ferner wird der norwegische König Harald V. eine Ansprache halten. Breivik hatte allein auf dem Eiland 69 meist junge Menschen getötet, die an einem Sommerlager einer Jugendorganisation teilnahmen. Der Rechtsextremist wurde 2012 zur damaligen Höchststrafe von 21 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt.